Hey Party People, wie schön, im regnerischen Dresden begrüße ich euch. Ja, pünktlich 18 Uhr, was soll man machen? Das Leben ist hart. Warum nur hält ihn keiner auf? Adam ist wieder unterwegs und macht heute Dresden unsicher. Natürlich nicht allein. Tja, vielleicht läuft mir noch irgendjemand über den Weg. So, oh. Adam Wolke. Hi. Hi, grüß dich. Ich hab deine Expresslieferung. Hast du eine Lieferung dabei? Ja, ich hab eine Lieferung für dich dabei. Aber was hast du mitgebracht? Hast du Essen mitgebracht? Nein, heute kein Essen. Heute spielen wir eine Runde, viel gewinnt. Ach, cool. Also du in dem Fall. Ja. Nachdem der im Chat als Bittersweet bekannte Guide Adam erstmal ausführlich auf sein Lieblingsbordell, das Angels, hingewiesen hat, machen sich die beiden auf den Weg hinein in die Stadt. Hallo Dresden! Soll ich das mal nochmal begrüßen ein bisschen hier? Ja. Hallo Dresden, hallo! Hallo Dresden, hallo! Hallo, na? Hi! Ja. Fängt schon gut an. Fängt schon gut an. Wie sieht's denn aus mit dem Ringtennisverein? Also Ringtennisverein haben wir keinen, zumindest keinen aktiven. Ja. Es ist so, dass es an den Schulen ab und zu mal stattfindet, aber sowas Richtiges gibt es seit 2013 nicht mehr. Der Aufbau des Vier-Gewinnspiels erfordert eine erhebliche Fingerfertigkeit. Offenbar mehr als Adam und sein Guide aufbringen können. Muss man das jetzt irgendwie zusammenbauen? Wahrscheinlich. Ich wollte ja was zum Spielen, zum Basteln und was zum Zusammenbauen eben geben. Kann man das nicht auch so hochhalten einfach? Oder würde ich das glaube nicht, das würde dann durchfallen. Bastel doch mal, da ist bestimmt eine Anleitung dabei. So. Cool. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ja, dann mal gucken hier. Dass du die Kohle wieder reinhast. Hi. Hallo. Hast du ein Schild für uns? Ich habe unbedingt jemanden gesucht mit Schild. Jawohl! Wie viel Dollar kriegst du dafür? Gar nichts. Wir machen das freiwillig so. Wir verteilen an Leute, also Obdachlose und Leute, die eher wenig Geld haben und Familien. So verteilen wir Kleidung und Essen und Trinken vorne frei. So viel Engagement darf natürlich nicht ungestraft bleiben. Adam lädt den jungen Mann zu einer Runde 4 gewinnt ein. Und zwar geht es um 30 Euro tatsächlich. Also wenn du jetzt einfach beim 4 gewinnt gegen mich gewinnst, dann bekommst du 30 Euro. Los geht's. Ich sehe gar nichts. Vor den Augen von 80 Live-Zuschauern und 11 Passanten gewinnt Adam gegen den At the Street Store-Jungen und erhöht damit den Jackpot. Es geht jetzt schon um 40 fucking Euro. Ach so, ja, cool. Ach komm, ich mach's einfach. Zur Not gebe ich dir das Geld nachher wieder. Ich habe ja gerade 30 Euro verteidigt, die ich dann beim nächsten Spiel wieder loswerde. Cool, dann baue ich es mal auseinander, freundlicherweise. Soll ich dem... Ja, vielleicht ist es besser. Oh, was ist das denn hier? Krass. Keine Ahnung. Oh, hier kann man bestimmt was Cooles drehen, aber ich weiß nicht was. Du meinst, hier ist wirklich Glas? Okay, hab's verstanden. Ich weiß, was du meinst. Es war leider unscharf. Brauch nochmal gehen. Es war unscharf. Ach, scheiße. Ich hab das Gefühl, Tom verarscht mich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. War jetzt gut drauf? Geht so. Aber der Ton, ja, war nicht gut genug. Ton war aber gut, oder? Dann ja. Lass uns nochmal machen, vorsichtshalber. Okay? Machen wir einen Anlauf diesmal. Machen wir einen Anlauf. Okay. Darum habe ich manchmal das Gefühl, Leute wollen mich alle verarschen. Ja, das war zu schlecht geschauspielert. Na gut, nächstes Mal. Nach dieser schmerzhaften Einlage ist es Zeit für das zweite Spiel. Adam sucht sich ein Opfer aus. Hi. Willst du mit mir spielen? Kannst 40 Euro gewinnen? Kannst nichts verlieren. Außer halt, du hast verloren, aber mein Gott, das Spiel ist halt ein bisschen gewinnungsbedürftig. Okay, ist ganz einfach, man muss einfach drücken und dann auffangen. Wir spielen 5 Runden, wer es am meisten gefangen hat. Wenn unentschieden ist, dann müssen wir verlängern um jeweils 1, okay? Okay, mit etwas Glück führe ich schon. Okay, die zweite Runde. Kommt ihr aus Dresden? Nee. Wo kommt ihr her? Umgebung. Wo? Umgebung. Umgebung, achso. Oh, da kann ich ja. Ist da jetzt ein Auto, das hier gar nicht fahren darf? Hast du nicht gesagt, hier ist alles frei? Boah, nicht schlecht. Je dicker das Auto, desto mehr dürfen nicht. Zählst du mit, sonst verrechne ich mich wieder. Das war jetzt die zweite Runde, Abschluss. 2-1, genau. Jetzt ist die dritte Runde, ne? Okay. Wieso sind meine Hände eigentlich kalt? Ist heute kalt? Hat man irgendwann die Schwierigkeit, indem du höher... Kann man das beeinflussen überhaupt? Nee.
Hast du ja gesehen. Weiß ich nicht. Muss mal mit Zug drücken, dann geht's. Stand? 3-1. Das heißt, ich kann jetzt noch verkacken, du kannst noch unentschieden machen. Na gut, jetzt okay. Jetzt nicht mehr. Aber ich habe es jetzt wirklich nicht. Also, ich habe es einmal ausgepackt und dann habe ich es einmal probiert. Ja, ist aber okay. Hat Spaß gemacht. Ja, immerhin. Bittersweet hat eine böse Überraschung für Adam. An der Curry24-Bude zwingt der sadistische Guide ihn dazu, sein Trauma mit scharfer Currywurst aus der Berlin-Folge von Skyline TV, der regulären Show, noch einmal zu durchleben. Und die scharfe Wurst hat es hier wirklich in sich. 7 Stufen von harmlos bis schmerzhaft stehen zur Auswahl. Die beiden beginnen das Festmahl mit Stufe 2. Und du merkst die Schärfe schon? Ganz leicht, also ein bisschen. Kribbelt ein bisschen, ne? Mhm. Wie gesagt, Stufe 3 wird dann lustiger. Da bin ich sehr gespannt. Ich bin dafür, dass die Leute erstmal spenden für Stufe 3. Dass du dich hier so opferst. So, Stufe 3. Wer möchte zuerst? Komm, ich. Ja, so viel schärfer darf es doch jetzt einfach aus rechtlichen Gründen doch bestimmt gar nicht sein. Ich weiß nicht, ob ich das lieber schlingen soll oder so. Das macht's nicht besser, weil dann ist es im Rachen. Ja, stimmt eigentlich. Ich merk's. Komm, ist off. Die sieht schon so pervers. Ja, ist off. Oh. Die sieht schon so unverschämt aus. Ich habe nichts zum Löschen. Los? Rein in den Schnabel. Bitte? Rein in den Schnabel. Endlich kann ich husten. Jetzt merke ich tatsächlich, dass es ernster wird. Ja. Hat die Verkäuferin dir zufällig. Wenn ich rede, dann klingelt die Zunge am Rachen und dann ist der Rachen auch am Brennen. Sieht super aus. Idomex fragt, ob ich nicht eigentlich Vegetarier bin. Ja, bin ich auch. Seit nachher. Bittersweet, kannst schon mal die nächste bestellen. Knuffchat TV hat 5 Euro gesendet für Stufe 5. Scheiße. Aber nur wenn ich die Pappe ablecke, Knuffchat. So, willst du anfangen? Nee. Das Problem ist, das ist doppelt so viel. Was ist denn das für eine komische, so kranke Logik? Als die Stufe 4, ja. Wir sind jetzt bei 254.000 Scoville, 80 mal schärfer als Tabasco. Ich hätte vorher wirklich nicht gedacht, dass ich das mache, aber ich probiere. Noch geht's. Ich glaube, das kommt erst mit dem zweiten Stück oder dritten Stück. Es ist ganz gefährlich. Ich merke nämlich gerade gar nichts von der Wurst. Ah, du darfst vorne nicht benutzen. Vorne, die Zunge darfst du nicht benutzen. Warum ist das letzte Stück das Schlimmste? Kannst du mir das mal sagen? Ich hatte das letzte Stück. Ja, das vorletzte Stück. Oh. Das Problem ist, man sieht ja gar nicht, okay, keine Ahnung, feuchte Augen oder so, ist schön und gut. Man sieht nicht, wie es einfach nur brennt. Ich kann dich beruhigen, umgekippt ist bisher noch keiner. Und damit du nie wieder auf Schummelgedanken kommst. Okay. Du musst das richtig lange kauen und genießen. Nein, nein. Du hast Unrecht. Ich habe Angst, weil hier nicht mehr so viel drin ist. Okay. Ja, ich brauche mehr Milch. Ich traue mich nicht. Ich fühle mich wie auf so einem Zehner. Du hast noch gar nichts gegessen. Ja, ich will ja. Was kaust du dann? Brot. Noch, komm. Ich glaube, Adam ist raus. Schön ist, dass ich hier auch Taschentücher gleich... Während Adam vor sich hin leidet, taucht ein weiterer mysteriöser Begleiter auf, der im Chat als Taxi Driver bekannt ist. Der Voyeurismus kennt in Dresden offenbar keine Grenzen. Oh, man darf nicht die Nase putzen, weil dann kommt's. Ah. Sicher, dass du mal probieren willst? Nee. Ist ganz harmlos. Ist überhaupt nichts Scharfes. Nee. Ah, auch nicht. Ist auch gar nicht scharf. Nein. Ist nicht scharf. Ich seh's. Adam? Ja. Ich würde ja unheimlich gern die. Alter! Willst du wirklich nur 7 reinpacken? Das ist wirklich dringend. Doch Adam entscheidet sich aus gesundheitlichen Gründen gegen den Verzehr von Stufe 7. Vielleicht die richtige Entscheidung. Stattdessen gibt es ein kurzes Würfel- und Rechenspiel mit ein paar Dresdnern, welches Adam souverän für sich entscheidet. Dann machen Adam und seine Entourage sich wieder auf den Weg. Ja, ich probier's. Guck mal, da oben ist doch schön, oder? Hast du einen guten Blick? Komm. Arbeitest du auch in Dresden?
Bist du arbeitstätig gerade? Ich komme gerade von Arbeit, aber ich arbeite ein bisschen außerhalb, ne? Dörflein? Ja, fast. Darf ich fragen, was du machst? Im Büro. Ah, ja, Kundenservice. Adam, ganz kurz, wenn du das Spiel verschenken willst, da wäre eigentlich eine gute Gelegenheit. Oh ja, du darfst es dir aussuchen, weil ich will ja das Spiel verschenken. Um das nutzlos gewordene Würfelspiel loszuwerden, spricht Adam ein paar völlig unvorbereitete Kinder an. Hallo. Hey, ihr Floorballmeisterin. Wollt ihr ein Spiel haben? Ich spiele das nämlich gar nicht mehr. Ich habe es heute mit den Erwachsenen gespielt und die Erwachsenen haben gesagt, ach, ich will das nicht mehr haben. Wir haben zwar mit dir gespielt, aber jetzt will ich weiterziehen. Can you speak English? Yeah. Where are you from? I am from Syria. From Syria? And you are already speaking English so well? Yeah. Oh, but, better than me, probably. But I don't know Italy. And no. Italian? German? Yes, German. German. Are you moved to this country now? Are you living here now? No. For vacation? I go to Bulgaria to here. Ah, so... He was in Bulgaria and then she come here that he can visit me. Ah, so you are living in Bulgaria? Yeah. So I was today a little bit in the city. I played games like this. You have to catch the ball. Oh. If you want, I would give you... I see it right here from Play Toys. I see it. If you want, you can catch this because I think the dice are a little bit... I will try. Yeah, you can try. Come on. You get 50 euro if you... Just kidding. Nachdem die Situation weiter mit allerlei Erzählungen und Ballspielen eskaliert ist, möchte Adam gern weiterziehen. Allerdings nicht, ohne schamlos bei den Eltern der Kinder Eigenwerbung für Skyline TV zu betreiben. Oh, we can say okay, Google. Oh, I don't have YouTube. You don't have a connection. But I can write it down? Yeah. Oh, that's a Wireback Tastatur. Hello. Skyline. Wow. TV. Ja. Scheinbar ist heute Konzert gewesen. Kannst du mal interviewen, wie es war? Ja, können wir mal hingehen. Ich finde es Wahnsinn, wie groß die Flächen hier bei Dresden sind. Nimmst du die beiden Damen? Wir haben ja noch eine Spende von wegen Tipp. Hallo, war gerade Opa da drin? Ja, im Palett war. Läuft noch? Weil ich will die gerne crashen, die Veranstaltung. Ich bin immer so einer, der in Veranstaltungen reinläuft. Die ist leider schon vorbei. Weil die Semperoper für Eskalationen nicht mehr zur Verfügung steht, stürzt sich Adam auf eine Gruppe Menschen, die er für eine Demonstration hält. Wenn schon die Oper nicht will, vielleicht dann der Oper? Gegen was demonstrieren Sie hier? Gegen alles. Gegen alles zum Beispiel? Prinzipiell. Auch gegen Dresden? Nein, gegen Dresden, gegen alles, gegen Leipzig, gegen Wien, alles. Sind Sie ein Wutbürger? Natürlich. Ja, das freut Sieht man das nicht? Wir fahren mit dem Nightbus. Ach so, Sie warten? Ja. Wenn der Quatsch, das interessiert Sie gar nicht? Das interessiert mich. Ich dachte, ich störe Sie hier. Nein. Wollen wir noch mal kurz singen hier? Aramsamsams, alle Mann. Aramsamsams, Aramsamsams, Gulli. Ja, das klappt ja gut. Jetzt muss ich Adresse mitnehmen. Oh, der Guide hat gesprochen. Alles Gute, tschüss. Dann steht das Ergebnis der Abstimmung fest. Es geht nächste Woche um 18 Uhr nach Darmstadt. Dann geht's nächste Woche um 18 Uhr nach Darmstadt. Das sagte ich gerade schon. Das ist die Frauenkirche. Übrigens fast ausschließlich durch Spendengelder, Privatspenden, zustande gekommen. Die Regierung hat da leider nichts reinstecken wollen. Zum Ende hin lässt sich Adam auf eine Lambo-Wette mit Chat-Nutzerin Kizi ein. Okay. Ah, nein, verkackt. Das war doch noch Warm-up. Verkackt. Jede Show braucht ein Warm-up. Verkackt. Na, Vorbereitung. Bello, Fass. Ich glaube, der Hund will ins Fernsehen. Ob der Tricks kann? 21.40 Uhr. Wir brauchen 10 Minuten bis hinter, also sollte klappen. Zurück am Hauptbahnhof kommt der Stream langsam zum Ende. Und dann sage ich danke an die Kamera, danke an die Regie, danke an den Schnitt und danke an die Guides. Mein Name ist Johannes Lemmen und das war Skyline TV live. Nächste Woche geht es weiter am Donnerstag und 18 Uhr
auf diesem Kanal. Abonnieren und so, okay? Cool. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Ich gehe jetzt erstmal pennen.